Es tut mir leid, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber heute soll es tatsächlich um diese Shotgun hier im Hintergrund gehen. Das ist die neue Shotgun, die uns mit der Season 2 zur Verfügung steht. Wahrscheinlich ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, aktuell rennt eigentlich fast jeder mit dieser Shotgun rum in Verbindung mit der Feuermunition, die es uns ermöglicht, Gegner mit zwei Schüssen zu töten und mit einem Magazin ein gesamtes Team im Nahkampf zu wipen. Und dabei meine ich nicht, dass du jetzt ein, zwei Gegner mit dem Magazin holen kannst. Nein, insgesamt vier Leute im Nahkampf sollten kein Problem für dich darstellen, solange die Gegner auch das ein oder andere Mal daneben schießen. Wir schauen uns heute die beste Klasse an. Möchtest du zukünftig so etwas nicht verpassen, lass mir doch gerne den Daumen nach oben da, abonniere hier unten meinen Kanal, dann bist auch du immer auf dem aktuellsten Stand rund um Call of Duty Warzone. Fangen wir als allererstes mit der Munition an. In dem Fall ist das jetzt hier die Brandmunition. Möchtest du Gegner unbedingt mit zwei Schüssen töten, solltest du auch diese Munitionsart ausrüsten. Das Ganze liegt daran, du machst pro Schuss 120 Schaden. Zwei Schüsse, 240 Schaden. Da denkt sich jetzt der ein oder andere, Moment mal, da fehlen noch 10 Damage, bis der Gegner vollständig umfällt. Richtig, genauso ist es auch. Aber der Brandschaden erledigt dann den Rest. Im Endeffekt, zwei Schüsse sind nur mit dieser Drachenmunition hier möglich. Die verbrennt dann den Gegner und du schaffst definitiv den Two-Shot. Du musst aber nicht unbedingt die Drachenmunition spielen, denn nach drei Schüssen ist der Gegner sowieso immer tot und ob es jetzt der ein oder andere Schuss mehr ist, macht gar nicht so den großen Unterschied, einfach weil wir hier als nächsten Aufsatz diesen Bolzen ausrüsten. Der Bolzen erhöht nochmal unsere Feuerrate, entsprechend erhöhte Feuerrate, nochmal eine bessere Time to Kill, die nochmal einen geringeren Unterschied schafft zwischen dem Two-Shot und dann im Anschluss dem Verbrennen des Gegners und die drei Schüsse, die sowieso von der Waffe abgegeben werden, ohne die Brandmunition. Von daher auf jeden Fall schnellen Bolzen 60 ausrüsten. Hier ist übrigens das Tuning zur Feuermunition, den Bolzen, den kann man nicht tunen und eventuell ebenso nochmal relativ interessant bei dieser Munitionsart, flash den Gegner immer. Weil wenn du schießt, leuchtet das ganze Feuer immer so auf, dass der Gegner eigentlich gar nicht mehr sieht, was los ist, von wo er beschossen wird. Das ist auch nochmal so ein kleiner Pluspunkt bei dieser Munitionsart. Beim Lauf entscheiden wir uns für diesen hier, das ist der Gunner D20. Der gibt uns eine erhöhte effektive Reichweite, eine verbesserte Geschossgeschwindigkeit, auch die Präzision beim Feuern aus der Hüfte ist besser und eine bessere Rückstoßkontrolle. Das ist auf jeden Fall der beste Lauf, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Weitere und genauere Daten müssen wir erstmal darauf warten, dass sim.gg die ganzen Stats und Werte zu diesen einzelnen Läufen veröffentlicht, aber aktuell fährst du mit diesem hier am besten. Hier ist das Tuning, einmal den linken Regler lassen wir vollständig in der Mitte, also so wie er standardgemäß ist und bauen das Ganze dann noch Richtung effektive Reichweite plus 0,34. Das Magazin, hier wird den meisten Spielern immer empfohlen, die 25 mitzunehmen. Ich sag da lieber, passt auf oder achtet darauf, was für ein Modus ihr spielt. Wenn ihr Quad spielt, könnt ihr die 25 Schuss mitnehmen. 12 Schuss sollten aber bei Solo, Duo und Trio ausreichen. Ich meine, du brauchst im Idealfall zwei Schüsse, um Gegner zu töten, eventuell drei. Und ganz ehrlich, das sollte ausreichen, auch gegen ein 3 gegen 1. Du hast viel mehr Bewegungsgeschwindigkeit, wenn du diese 12 Schuss mitnimmst, gerade wenn du Open Field läufst, irgendwie angeschossen wirst, kannst du dich absmoken, weglaufen und bist halt viel, viel schneller. Denk dran, du hast keine sehr mobile MP in der Hand. Die Bewegungsgeschwindigkeit wird grundsätzlich einfach langsamer sein, dadurch, dass du halt dann deine primäre Waffe mit hast, zum Beispiel ein MG und in Verbindung dann diese Shotgun. Was ist sonst noch relativ wichtig bei einer Shotgun? Richtig, die Sprintschießen-Wechseldauer. Weil du rennst meistens in irgendwelche Häuser rein, plötzlich steht der Gegner vor dir und du musst schnellstmöglich die Waffe wieder unten haben, nicht mal im Scope sein, Hüftfeuer reicht natürlich aus bei dieser Shotgun und direkt losschießen können. Deswegen eine sehr gute Sprintschießen-Wechseldauer, eine erhöhte Mobilität und das bekommst du am besten oder am meisten mit diesem VLK-Schaft. Der erhöht unsere ZV-Geschwindigkeit, Sprintschießen, Wechseltempo, Bewegungstempo und Rückstoßkontrolle beim Feuern aus der Hüfte. Alles wichtige Werte, deswegen unbedingt diesen Schaft ausrüsten und schlussendlich hast du dann eine Shotgun mit diesen Aufsätzen, die maximal overpowered ist. Ich wünsche euch viel Spaß damit, wir sehen uns im nächsten Video wieder, bis zum nächsten Mal, haut rein!